Hallo, mein Name ist Luca und meine lieben Freunde, ich spiele heute endlich mal wieder Sketchful mit der Luke Crew. Ich habe hier gerade schon einen privaten Raum mit Mitgliedern der Luke Crew erstellt und ich würde sagen, wir starten die Runde dann auch einfach mal. Runde Nummer 1 geht los. Ich muss sogar direkt zeichnen, von daher nehme ich das Einfachste, was es gibt, und zwar einen Becher. Wir zeichnen einfach mal so, zack, zack, und machen hier so ein bisschen was Blaues rein, sodass die Leute checken, okay, hier ist irgendwas zu trinken drin. Dann können wir beispielsweise hier vorne noch so eine Untertasse hinmalen, sodass die Leute checken. Ah, guck mal, Brainy Turkey hat direkt erraten. Mein Mann, Alter. Hier vorne die Untertasse malen wir noch so ein bisschen zu Ende. Zack. Dann können wir das hier auch noch so ein bisschen schön ausfüllen, sodass die Leute das checken, dass das hier ein Becher ist. Ey, sag mal, seid ihr blöd? Water. Glas. Wasser. Vielleicht zeichne ich nochmal kurz einen roten Pfeil, sodass die Leute checken, dass es um das hier geht. Es ist ja ein Becher. Ein Becher hat aber manchmal auch andere Farben. Von daher mache ich jetzt einfach mal grün als Farbe. Kann aber auch theoretisch eine ganz andere Farbe haben. Irgendwie sowas, so ein dunkelblau oder so ein braun. Sodass die Leute checken, es geht um das hier. Ah, guck mal, Lea hat's, Jojo hat's. Ihr müsst ja verstehen, ich kriege ja auch mehr Punkte dadurch, wenn es Leute erraten. Guck mal, 485 habe ich jetzt nur. Matilda is choosing a word. Hier oben sehen wir eingeblendet, dass das Wort relativ viele Buchstaben enthält. Von daher bin ich gespannt, ob wir es erraten können. Wenn Matilda mal anfangen würde zu zeichnen. Aha, guck mal, muss man einmal auf den Tisch schlagen, dann geht's hier los. Was ist das? Was ist das? Ein Schiff. Ein Schiff. Schiff. Falsch. Boot. Falsch. Flagge? Nee. Piratenschiff? Nee. Hä? Ich habe nichts mehr eingegeben, auf einmal das Piratenschiff richtig ist, aber kann es sein, dass diese Website irgendwie gerade nicht richtig lädt? Der Boss und Banger hier auf der 1. Es ruckelt krank. Es ruckelt sehr, sehr krank, fällt mir gerade auf. Ich meine, achtet mal auf die Uhrzeit hier oben. Das sind Sekunden. Da steht jetzt gerade 73 und gleich springt das dann wahrscheinlich wieder auf irgendwie 60 Sekunden, guck mal, 65. Also wir haben nur alle 8 Sekunden gerade ein Bild, weil ihr zu viel auf die Website geht. Mann, es sollten 8 Leute joinen, nicht 4000. Wir haben hier auf jeden Fall einen Typen mit verschiedenen Dingen. Er hat hier irgendwie was und einen Pfeil da drauf. Und es hat auch nur 7 Buchstaben. Nee, sogar nur 6. Einer hat schon, Matilda hat schon. Ist das eine Band? Nee, ist das ein Lehrer mit H? Fängt's an. Oh, Fabi hat's auch schon. Hä? Hä? Oh! Bruh. Sag mal, wer hat dir denn ins Gehirn geschissen? Wo soll das denn Hockey sein? Es läuft auf jeden Fall schon ein bisschen flüssiger mittlerweile. Und das seht ihr auch schon hier an der Uhrzeit, dass es mittlerweile normal abläuft. Von daher können wir uns jetzt so ein bisschen mehr darauf konzentrieren, was hier gezeichnet ist. Das ist eine Gießkanne. Das ist eine ganz klare Gießkanne. Zack! Junge! Hab jetzt alles richtig! Irgendwie nennt mich eine Gießkanne direkt an Löwenzahn. Löwenzahn. Oh, nur 4 Buchstaben. Okay. Maus. Hund. Oh, das sieht ganz komisch aus. Bauch? Mann. Mann. Mensch? Nee, kein Bauch. Okay, er hat den Bauch durchgestrichen. Dünn. 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 Vielleicht dünn. Ja! Mit Ansage, wieder die Nummer 1! Ja, Snoopy ist gerade dran mit Zeichnen. 5 Buchstaben. Er malt eine Linie, einen Ball. Oder ist das ein Kopf? Guck mal, wir müssen jetzt ganz entspannt vorgehen. Wir müssen mal gucken. Das ist auf jeden Fall die Sonne. Oder warte mal, ist das schon direkt die Sonne? Nee, Sonne ist falsch. Er versucht es auch gerade wegzuradieren. Ey, das ist schlecht. Guck mal, da kriegt er direkt einen Downvote. Raus mit dir, Snoopy. Was ist denn das für ein Schwachsinn hier? Was? Können wir das erraten? Wie kann man das denn erraten? Das ist der Abend. Oh mein Gott. Weil die Sonne von so zu so untergeht und das hier soll den Horizont darstellen. Bruder, dann mal. Oh, das. Mal doch eine Uhr beispielsweise auch noch dazu. Jetzt ist allerdings wieder Pablo Picasso persönlich. Genau. Ich mal einfach mal ein Loch. Ganz entspannt. Haben wir hier eine Ebene. Und dann haben wir. Zack! Ein Loch. Hier vorne haben wir noch so ein bisschen Rasen, den können wir hier hinmalen. Guck mal, Kevin! Secret Fighter, ey, die haben es alle direkt. Guck mal, wenn ich jetzt hier, Fabi hat es auch direkt erraten. Guck mal, wenn ich jetzt hier beispielsweise in einem Livestream wäre, ne? Und die Leute könnten das lesen. Okay, können sie es lesen. Aber das ist einfach nur gut gezeichnet von mir. Bin ich ganz ehrlich. Komm, malen wir noch hier so ein Männchen hin, der hier reinläuft. Irgendwie so von wegen. Und dann, zack, fällt er runter und liegt dann plötzlich hier unten so drin. Das ist ganz blöd. Und dann ist er einfach traurig. Oh. Weil er in das Loch gefallen ist. Bernardo, wie kannst du sich erraten? Besser kann man das doch nicht zeichnen. Matilda, tot? Ey, schöner kannst du es nicht zeichnen. No joke, schöner kannst du ein Loch nicht malen. Immer mit der Ruhe, okay? Matilda ist dran. Die schafft es nicht, mein Loch zu erraten, ne? Guck mal, was macht die hier? Was ist das? Eine Wiese? Die geht genauso vor wie ich. Ja, perfekt. Guck mal, besser radieren, ne? Guck mal, habe ich schon gedacht. Hey, Matilda, krieg direkt einen Downvote. Einfach, weil du mein Loch gerade nicht erraten hast. Blöde Kuh. Matilda, ist das heute noch was? Die hat alles gelöscht? Ich weiß noch nicht, was das da oben für ein Wort ergeben soll. 20 Sekunden später. Ja. Kann man Leute hier irgendwie mit Scheiße bewerfen? Wie kann...
Da ist nix. Wie kann Secret Fighter denn hier das Wort... Flutlicht? Wie kann Secret Fighter denn Flutlicht erraten, wenn da nichts gezeichnet wird? Rot. Ich schwöre euch, ey, ich sollte das beruflich machen. Das ist eine dumme Aussage, weil genau das, was ich gerade mache, mache ich beruflich. Apache ist mit am Start. Hey, was geht? Ist das eine Ratte? Ey, wenn so Ratten aussehen würden, ne? Mit so langen Beinen und so einem Kartoffelkörper, dann... Boah, nee, da wäre ich aber raus. Apache is choosing a word. Tinte? Nee. Füller? Vielleicht? Nee, auch nicht. Er malt jetzt gerade noch eine 39,39. Was ist denn noch? 39 Grad? Oh, Thermometer? Nee. Wetter? Wetter vielleicht? Nee. Hä? 39 Grad, was ist denn das? Ein Thermometer? Das ist ein... boah, zwei Leute haben schon erraten. Nee, was ist denn das? Fieber? Oh, Fieber! Apache! Entschuldigung, dass ich im Stich gelassen habe. Kein Problem. Ilurexa ist hier gerade am Zeichnen und das ist ein Toaster. Das müsste ein Toaster sein. Nee, ist es nicht. Boah, es ist auf jeden Fall ein Küchengerät. Guck mal, das ist doch ein Toaster. Es ist braun. Das hat da zwei Streifen. Oben so ein Ding dran. Nee, jetzt hat sie es komplett weiß gemacht. Nee, jetzt wieder zurück. Hä, da ist auch ein Tee mit drin. Das ergibt gar keinen Sinn. Keine Ahnung, was das sein soll. Ah, ist ja klar. Ist ja logisch. War klar, das also ist ja klar. Alles klar, alles klar. Weiter geht's mit Isabelle, die hier etwas zeichnet. Das könnte ein Feuerzeug sein. Nee, es geht um das, was da oben drin ist. Ist das ein USB-Stick? Vielleicht was mit einem Bindestrich? Nee, dann hätten die aber einen Bindestrich auch angezeigt. Fingernagel schreiben die anderen. Sprühflasche. Ist das ein Parfum? Deodorant. Oh! Ey, sorry, dass ich das so sag, ne? Aber ich bin einfach ein Genie. Okay. Ich bin dran. Curry. Machen wir mal so erstmal eine Schale, dass die Leute das checken. Zack. Safe einer schreibt Banane. Banane. Fabi. Ey, no joke, Fabi, lass mal einen saufen gehen. Malen wir hier vorne erstmal einen Tisch, dass die Leute checken, worum es hier geht. So, malen wir eine Gabel kurz und malen auch einen Löffel, weil ein Curry isst man natürlich, wie wir alle wissen, nicht mit einem Messer. Und dann machen wir jetzt noch so ein paar Sachen rein. So ein rotes Stück, irgendwie was dann irgendwie Paprika sein könnte. Machen wir noch so ein bisschen Grün rein, hier, hier. Und was in einem Curry natürlich auch nicht fehlen darf, ist der Reis. Machen wir hier so ein bisschen Reis hin und so. Beziehungsweise könnten wir auch, um die Leute nicht zu verwirren, daneben eine Schale machen, in der sich Reis befindet. Da kann man dann einfach hier so zack, 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 machen so ein bisschen. Guck mal, einer hat es erst erraten. Das, vielleicht soll ich auch hier vielleicht noch eine Person hinmachen, irgendwie so mäßig, dass die halt checken, okay, das ist halt zum Essen. So, das ist die Nase, der Mund und das... Ich bin so gut, ne? Guck mal, das ist Patrick Star. C, Stern. Sternschnuppe. Was passiert jetzt? Fick mich jetzt nicht. Letzter. Letzter, weil ich eine Schreibbehinderung habe. Fabi ist dran mit dem Zeichnen. Delfin. Guck mal da, Fabi. Ja, ich bin da. Ich bin da. Ich bin der Erste, der es erraten hat. Glückwunsch. Isabelle zeichnet hier gerade was. Und... Laurexa hat schon... Ist das eine Küche? Nee, was ist denn das? Ist das ein Topf vielleicht? Nee, es hat halt nur vier Buchstaben. Ist ein Stuhl an einem Tisch? Im Garten? Da ist ein R? Ey, ich habe gar keinen Plan, was das sein soll. Apache hat's auch erraten. Oh, Run hat's auch. Ey, wenn Fabi das jetzt auch gleich hat, dann sind wir am Arsch. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Vier Buchstaben. Der dritte ist ein R. Büro. Habe ich mich gerade nochmal so gerettet. Oh, die letzte Runde. 9355, Luca auf der 1. Fabi, komm, geh weg. Verpiss dich. An der Stelle würde ich das heutige Video jetzt allerdings auch beenden, meine lieben Freunde. Wenn euch Sketchful mit der Luke Crew gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch unter diesem Video hier da. Abonniert meinen Kanal und klickt auf die Glocke, um weitere Videos nicht zu verpassen. Ich strebe jetzt meine Malerkarriere an.